Hallo und herzlich willkommen zu Lektion 95 der Lernstunde. Heute machen wir weiter mit unserem Thema gefährliche Bauern. Vorab noch zwei Dinge zur Information. Wir sind heute leider nicht live für euch da, weil wir in Lüneburg ein Turnier spielen und deswegen heute wieder eine vorab aufgenommene Lektion. Euer wichtigster Freund ist die Pause-Taste, wie auch sonst, wenn wir nicht live verfügbar sind. Also könnt ihr schon mal schauen, wie könnt ihr das Video schnell pausieren, damit ihr an entsprechenden Stellen euch die Zeit nehmt, um selber über die Stellung nachzudenken. Zweiter kleiner Hinweis an der Stelle noch, wir nähern uns der Lektion 100 der Jubiläumsshow. Deswegen nochmal die Ansage von mir. Es wäre sehr, sehr schön, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin eure kommentierten Partien per Mail zukommen lasst. Geht dafür auf unsere Homepage lobeschach.de Kontakt und gerne dann auch an den entsprechenden Stellen fügt an, wo habt ihr vielleicht auch mal bei uns erworbenes Wissen erfolgreich in der Praxis anwenden können. Das würde uns sehr freuen. Ja, wir gehen nochmal in die Übersicht. Ihr seht es, 92, 93, 94, 95 und nächste Woche dann auch der Abschluss gefährliche Bauern. Heute wollen wir uns den sogenannten Sargnägelbauern widmen. Was das ist, wisst ihr sicherlich. Das ist ein weit vorgezogener Bauer, der in der Struktur des Gegners in der Nähe seines Königs verankert ist. Typischerweise aus weißer Sicht wäre das so ein Bauer auf F6 oder auch H6, wenn Schwarz kurz rochiert hat. Und heute wollen wir uns mal ansehen, wie das Ganze für die angreifende Partei positiv ausgehen kann. Also Ziel dieser Lektion und auch nächster Woche ist, euch zu sensibilisieren für die Stärken und Schwächen solcher Bauern. Und wir legen los mit einer Partie von einem Franzosen, Anthony Wierig, gegen Robert Züsk. Okay, die Eröffnungsphase machen wir wie gewohnt ein bisschen schneller. Wir haben hier Londoner System, sehr beliebt. Generell die Tendenz, klar auch durch Magnus Carlsen geprägt, nicht immer nur Hauptvarianten zu spielen. Hier mit B6, E3, Läufer B7 und H3 kennt ihr sicherlich, ist immer so eine Vorbereitung gegen Springer H5, dass man den Läufer nicht geben muss. Und jetzt die interessante Idee von Robert, hier Läufer D6 zu spielen, direkt auf den Abtausch zu gehen. Weiß sollte wohl, wie gesagt, Eröffnungssachen nur ganz kurz, sollte wohl aber trotzdem schlagen. Und jetzt mit C4 ganz normal weiterspielen. Leichtester Eröffnungsvorteil. Mehr ist das nicht, aber gut, darauf lässt man sich natürlich auch ein, wenn man Londoner System spielt. Stattdessen gekommen an dieser Stelle Läufer D3, muss man wohl sagen, objektiv ein kleiner Fehler. Schwarz sollte nach dem Nehmen hier leicht angenehmer stehen. Es ist nicht viel, also wir befinden uns immer noch in der Range, so von plus gleich bis minus gleich. Also alles ganz normales Eröffnungsgeplänkel. C5 macht auch Sinn, hier die Struktur direkt anzugehen, nachdem Weiß einen Zentralbauern nach F4 gespielt hat. Es wird abgetauscht, das Nehmen, das Spiel mit C3 und dann mit dem Bauern wieder nehmen, um ein bisschen zentrale Bauern zu behalten, achte ich für nicht so sinnvoll. Danach hat Schwarz hier Zugriff auf die ganzen weißen Felder. Der Bauer F4 wirkt dann auch ein bisschen komisch. Dann lieber, das erinnert mich an den IM Ilja Schneider, er hat immer postuliert, kriegt die Zentrumsbauern weg, dann könnt ihr wenigstens die Figuren schnell rausspielen. Deswegen hier auch DC5, BC5, Rochade, Dame C7, Springer E5 und hier muss man sagen, steht Schwarz wohl schon leicht angenehmer, aber alles noch im Rahmen. Turm E1, jetzt kam D6 und Springer G4 von Weiß. Und hier eine ganz interessante Stellung, weil wir hier eine gewisse Schlüsselstellung haben, die eigentlich den kompletten weiteren Partieverlauf diktieren wird. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten für Schwarz zu spielen. Die offensichtlichste ist es natürlich auf G4 rauszunehmen und das war auch Partieverlauf. Dennoch möchte ich euch einmal jetzt bitten, gleich zu pausieren und euch mal zu überlegen, wie könnte Schwarz noch vorgehen in dieser Stellung. Also, drückt die Pause-Taste, gleich geht's gemeinsam weiter. Okay, machen wir weiter.
Also, nach dem Rausnehmen wird wohl die Dame wieder nehmen, der G7 hängt, wir rochieren und es ist alles noch im Rahmen, ganz normale Stellung. Schwarz hätte hier natürlich aber auch die andere Möglichkeit noch gehabt, auch wenn das auf den ersten Blick nicht, oder ich sage jetzt mal vom Gefühl her, nicht ganz so offensichtlich ist, aber Schwarz könnte hier auch mit langer Rochade spielen und seinerseits versuchen dann den weißen König anzugreifen. Man kommt nicht sofort auf lange Rochade, weil es doch merkwürdig ist, da reinzurochieren, wenn die B-Linie aus schwarzer Sicht schon halb offen ist. Aber das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Und um das Rausnehmen auch wirklich zu forcieren, wäre es hier sehr interessant für Schwarz gewesen, direkt mit H5 zu spielen. Und auf das Rausnehmen, ja gut, dann nimmt man wieder, wird lang rochieren und kriegt natürlich in Kombination mit dem Läufer auf B7 sehr, sehr starkes Spiel gegen den weißen König. Ich habe euch mal eine Beispielvariante rausgesucht, aber das ist keine Empfehlung für Weiß, so zu spielen. F5 direkt. Ist aus meiner Sicht zumindest so ein kritischer Zug, den man prüfen sollte. Hier hat Schwarz aber die Möglichkeit, ganz einfach lang zu rochieren. Wenn Weiß sich dann auch noch auf E6 bedient, nimmt man halt einfach wieder. Und hier steht Schwarz schon wirklich sehr gut. Die einzige kritische Variante, die das Ganze widerlegen könnte, ist natürlich Turm schlägt E6. Aber hier ist Schwarz dann auch bereit, noch den nächsten Bauern zu geben und nach Turm G8 wird Weiß hier in kürzester Zeit untergehen. Da bin ich mir ziemlich sicher und die Engine stimmt mir auch zu. Diese Stellung ganz furchtbar für Weiß. Man muss sich auch nochmal angucken, wie unterentwickelt er ist und wie wirklich fast alle schwarzen Figuren schon mit angreifen oder alsbald zum Angriff mit übergehen. Die Dame kann schnell schwenken, ist Drohnen auch schon Opfer auf G2, wenn Läufer F1 kommt, Dame G7 und ähnliches. Also das wäre sehr interessant gewesen für Schwarz, so vorzugehen. Er hat aber in dieser Stellung etwas ruhiger gespielt und auf G4 genommen. Nach Dame G4 rochiert. Und jetzt eigentlich der typische Zug. Klar, man könnte sich auch entwickeln, aber diesen Doppelbauern möchte man natürlich auch nicht ewig haben. Deswegen F5 hier gleich die Idee anzugreifen und auch zur Not den Doppelbauern loszuwerden. Und hier hat Schwarz mit Springer E5 reagiert. Sicherlich ein sehr logischer Zug. Greift die Dame an, kommt A-Tempo ins Spielgeschehen, der Läufer ist frei. Und Weiß hat hier eine sehr interessante Möglichkeit gefunden, ein weiteres Spiel zu kreieren. Natürlich kann man Dame G3 spielen. Da ist auch noch nichts verloren. Die Partie ist immer noch, oder die Stellung ist im ausgeglichenen Rahmen. Hier wollte es Weiß aber wissen und hat direkt auf E5 genommen, was ein sehr interessantes Qualitätsopfer ist. Worum es im Weiteren aber gar nicht gehen soll, sondern worum geht es und das auch die Rechtfertigung des Qualitätsopfers. Weiß bekommt direkt einen Sargnagel auf F6. G6 ist forciert und diese Stellung sollten wir uns erstmal einen kleinen Moment anschauen und gucken, was hier so los ist. Also auffällig sind natürlich die Schwächen auf den schwarzen Feldern im gegnerischen Lager. Insbesondere um den König herum und dass er eben wenig Leichtfiguren hat zur Verteidigung. Ich glaube, wir wissen das alle. So ein Läufer auf F8 wäre hier eine gute Verteidigungsfigur. Und Schwarz muss natürlich aufpassen, dass er nicht in ja, drei Zügen matt gesetzt wird, sage ich jetzt mal. Aber das sollte er noch in den Griff bekommen. Das ganz, was ganz allgemein ist, das ist eine reine Taktik, dass man natürlich prüft, kann Schwarz hier rechtzeitig das Feld G7 überdecken. Typische Manöver sind in solchen Stellungen natürlich dann Dame D6 gefolgt von Dame F8. Und genau, weiterhin relevant sollten wir uns auch nochmal die Figuren angucken. Schwarz hat nur noch den Läufer B7. Der ist auf den ersten Blick sehr, sehr stark. Er ist ja auf der kompletten Diagonale. Man kann vielleicht mal Druck auf G2 machen. Wichtig ist aber auch, dass man hier schon erkennt, dass der schwarze weißfeldrige Läufer keine Unterstützung auf den schwarzen Feldern bieten wird. Und die Türme sind natürlich nicht die geeignetsten Verteidiger, wenn es hier um die Verteidigung der Felder G7, H6 geht. Da wäre ein Läufer auf F8 deutlich besser. Und auch der Angriff des Bauern F6, der Schwarz enorm einschränkt, ist hier nicht möglich, weil es sehr, sehr lange dauert, mit einem Turm irgendwie den F6 anzugreifen. Ja, machen wir weiter, gucken, wie die Partie verlaufen ist. Hier kam Dame G5 von Weiß.
Ein kleiner Fehler. Warum ist das ein kleiner Fehler? Dafür müssen wir uns hier einmal die Möglichkeiten von Schwarz nochmal anschauen. Was hätte er hier machen können? Er hat es nicht gemacht. Er hat König H8 gespielt und die Idee gehabt, mit Turm G8 das drohende Matt zu verteidigen. Hier hätte es aber durchaus eine kleine Möglichkeit gegeben, dass Schwarz etwas mehr Raum zum Atmen bekommt. Und drück doch mal auf Pause. Welche Möglichkeiten hat Schwarz, das Matt auf G7 zu verhindern? Abgesehen davon, dass er das Feld G7 direkt überdeckt. Ich übergebe an euch. So, machen wir weiter. Genau, er hat natürlich noch die Möglichkeit, und das fällt auch auf der Punkt F6, der Bauer F6, muss gedeckt werden von Weiß. Das heißt, Weiß kann nicht da am H6 spielen, wenn der F6 angegriffen ist. Deswegen hier die starke Möglichkeit, Dame D8 zu spielen. Und Partieverlauf, sagen wir, man möchte mehr Figuren ranbringen, Springer C3, dann könnte Schwarz hier ein wichtiges Tempo gewinnen mit H6. Was dem König auf H7 etwas Freiraum gibt, sodass der König dann mehr dieser Felder, insbesondere das Zugangsfeld H6 für die gegnerische Dame selber kontrolliert. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Man gibt natürlich den Bauern E5, aber auf den einen Bauern kommt es nicht so sehr an, wenn Schwarz sich dann direkt mit Dame D4 entwickeln kann, Türme ranholt. Da ist es wichtiger, dass man die Figuren rankriegt, als dass man sich an einen Bauern E5 klammert. König H8 stattdessen gespielt, Dame H6 bringt im Moment noch nicht viel, dann würde Turm G8 kommen, also müssen wir Figuren weiterentwickeln. Weiß hat sich hier für Springer C3 entschieden, sicherlich ein natürlicher Entwicklungszug. Etwas genauer wäre wahrscheinlich Springer D2 gewesen. Warum das so ist, das zeigt sich dann erst in Möglichkeiten, die man sich dann später auch noch offen hält. Ich möchte euch einfach mal ein Beispiel geben, wenn Schwarz sich jetzt nicht gut verteidigt. Was der Springer auf D2 kann, was er nicht auf C3 kann. Zum Beispiel A5, Turm E1 und jetzt auf so einen Zug wie Turm D8 mit der Idee, vielleicht Turm D4 zu spielen, hier einen Verteidiger mit dran zu bekommen. Dann schiebt man einmal Dame H6 ein und jetzt sehr, sehr stark Turm E4, Turm D4 und jetzt übergebe ich noch einmal an euch, kleine Taktik. Was kann Weiß hier machen? Wie kann er die Partie schnell beenden? Machen wir weiter. Ihr habt sicherlich raus. Klar, und jetzt zeigt sich, warum der Springer auf D2 etwas besser positioniert ist als auf C3. Springer F3 könnte jetzt folgen. Und auf Turm schlägt E4 würde man simpel wieder nehmen. Das direkte Springer G5, da hat Schwarz noch eine Verteidigungsressource mit Turm H4, H5. Aber man nimmt einfach wieder. Und auf das Schlagen auf E4 ist sofort matt. Ja, Verteidigung vielleicht noch für Schwarz, Dame D8. Aber auch das hilft nicht weiter. Denn hier haben wir ein Matt auf F7. Also das ist der kleine, aber feine Unterschied. Was euch immer bewusst sein sollte, wenn ihr Figuren entwickelt. Wo wollt ihr hin, wo könnt ihr hin? Springer D2 wäre wohl das etwas bessere Feld gewesen. Aber Springer C3 ist auch kein schlechter Zug in dem Sinne. Turm D8, Turm E1, man bringt die restlichen Figuren ran. Turm G8, Prophylaxe. Und Turm schlägt E5 von Weiß. Läufer D5, verteidigt C5. Vom Materialverhältnis müssen wir sagen, reines Materialverhältnis wahrscheinlich leicht angenehmer für Schwarz noch. Ihr seht es aber, dass die weißen Figuren deutlich aktiver sind. Und dass zum Beispiel der Turm auf G8, wenn wir mal vergleichen wollen, er hat genau eine Aufgabe. Er hat die Aufgabe, das Feld G7 zu schützen. Und das bindet die weiße Dame nicht vollends. Ihr seht es, die Dame unterstützt, greift im Zentrum an, greift hier auf der fünften Reihe an, kann auch zurückziehen. Solange die Dame droht, matt zu setzen auf H6, sind schwarze Figuren gebunden. Weiß macht erstmal B3. Es kommt Dame D6 und hier würde ich euch nochmal bitten, keine Taktik, schaut einmal in die Stellung rein, wie könnte Weiß weitermachen. Genau, Weiß hat eine sehr kompakte Stellung, Schwarz kann sich nicht wirklich bewegen, aber irgendwie muss man natürlich Fortschritte machen. Und ein sehr guter Zug an dieser Stelle, um den schwarzen König weiter unter Druck zu setzen, ist es,
den Bauern hinterherzuschieben. H4 bringt die Drohung H5 rein und auch das Schlagen dann auf G6. Und wenn sich die H-Linie öffnet, natürlich auch immer noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel den Turm rüber zu bekommen. Also H4 verbessert die weiße Stellung, bringt mehr Drohung rein und Schwarz hat hier gewisse Probleme, überhaupt vernünftige Züge zu finden. Ihr seht es, keine Linie ist wirklich offen. Die einzig offene Linie, die D-Linie, die irgendwie schwarzes Spiel mit den Türmen geben könnte, ist von zwei Leichtfiguren verstellt, sodass Schwarz sich jetzt hier noch passiver hinstellt mit Dame F8. Und hier muss man sagen, also wenn man die Stellung einschätzt, kann man schon mal sagen, hier könnte Weiß schon drüber nachdenken, simpel ins, naja, wirklich Endspiel ist es nicht, aber einfach jetzt schon die Figuren runterzutauschen. Klar, der Mattangriff ist dann nicht mehr so intensiv, aber ich denke, dass Weiß hier zumindest nach Springer D5 schon ausreichenden Gewinnvorteil hat, wenn er alles abtauscht. Und Weiß hat zwei Bauern für die Qualität. Und ihr seht es, Schwarz kann sich nicht bewegen, zumindest nicht, ohne noch weiteres Material zu verlieren. Der Turm auf G8 ist ja furchtbar schlecht, ihr seht es. Schwarz kommt sehr, sehr schlecht raus, ohne den Bauern C5 zum Beispiel noch zu verlieren. Ich denke, das wäre schon ein einfacher Weg gewesen für Weiß, hier besser zu stehen. Er hat stattdessen Springer A4 gespielt, will mehr Figuren reinbringen. Die wirkliche Drohung von Springer A4, naja, die gibt es wohl nicht wirklich. Denn Schwarz hat immer die Möglichkeit, auf C4 solche Züge wie Läufer schlägt G2 zu spielen und dann den D3 zu gewinnen, so dass der Druck auf C5 nicht so hoch ist, wie es erstmal scheint. Schwarz hat sich hier aber ja, von Scheindrohung vielleicht irgendwie leiten lassen. Am besten gewesen wäre es, wenn Schwarz einfach simpel abwartet, zum Beispiel mit Dame D6 und sagt, okay, was hast du eigentlich vor? C4 hatten wir uns gerade schon mal angeguckt, ist nicht so gut, denn hier Folgläufer schlägt G2. Genau, also Dame D6 abwarten, besser für Weiß wahrscheinlich wieder zurück, andere Pläne verfolgen. Stattdessen hat er C4 gemacht. Die Idee dahinter ist, denke ich, relativ offensichtlich. Er sagt sich, wenn ich den Bauern C5 sowieso irgendwie verlieren werde, dann möchte ich wenigstens, dass Weiß dafür einen Doppelbauern bekommt. Ihr wisst, es ist ein Doppelbauer, der keine seitliche Unterstützung hat. Also wie hier so ein isolierter Doppelbauer ist deutlich schwerer durchzuschieben. Zwei verbundene Bauern, B und C, die würden natürlich gerade später jetzt im nahen Endspiel, würden die auch gegen Turm einfach so nach vorne laufen mit Unterstützung des Läufers. Das ist bei einem isolierten Bauern nicht so. Könnt euch vorstellen, wenn noch ein paar Figuren runtergehen und man Läufer gegen Turm hat zum Beispiel, über die schwarzen Felder wird man die Bauern so nicht mehr bekommen. Das ist die Idee dahinter, aber Weiß steht hier einfach enorm aktiv. Ja, der letzte eigentliche Fehler von Weiß in dieser Stellung war es hier, den Springer etwas passiv nach C3 zurückzuziehen. Die Idee ist nicht schlecht, der Springer soll natürlich wieder ins Spiel kommen, über E2, D4 zum Beispiel. Schauen wir uns aber einmal die Alternativen an. Die Alternativen, ich glaube, recht offensichtlich sind, ist die Alternative Springer C5. Und so richtig offensichtlich ist der Unterschied erstmal nicht. Springer C5, Springer C3. Auch hier kann man den Springer auf andere Felder überführen. Der Springer schaut hier aber noch in die gegnerische Stellung rein, droht vielleicht auch mal ein Opfer auf E6. Aber der wichtigste Unterschied liegt eigentlich darin, dass Springer C3 Schwarz nochmal die Möglichkeit lässt, ein klein bisschen Aktivität zu gewinnen. Versucht es mal. Wie könnte Schwarz hier spielen? Genau, er hat jetzt eine kurze Verschnaufpause und ein bisschen Raum für seine Figuren und könnte hier mit Dame B4 Weiß, ich nenne es mal gerne nerven. Na, ihr kennt das im Schach, wenn der Gegner irgendwie schlecht steht, aber er hat noch so unangenehme Züge, kommt in die gegnerische Stellung rein, jetzt hängt der C3, wir müssen irgendwas machen, wenn wir nach E4 ziehen, dann müssten wir schon erstmal uns auf den Abtausch einlassen, die gegnerische Dame kommt rein, unsere Figuren sind eigentlich sehr gut, wir wollen nicht unbedingt Leichtfiguren tauschen, ist alles etwas unangenehm, Weiß steht wohl noch leicht besser, aber es ist nicht so einfach zu spielen. Springer C5 hätte das Ganze verhindert, weil Schwarz jetzt nicht rauskommt mit seinen Figuren und danach hätte man
ja, sich ganz entspannt verbessern können in der Stellung. Ihr seht es, Schwarz hat keine Möglichkeiten, irgendwie Fortschritte zu machen. Auf Springer C3 kam aber nicht Dame B4 und jetzt hat Weiß das Ganze sehr solide weitergespielt. Turm D4 von Schwarz, so mangels Alternativen, was soll man überhaupt machen? Irgendwelche Züge gemacht, wird angegriffen, wird jetzt auch gleich wieder zurückgehen. Schwarz hat hier noch H6 eingeschoben. Man muss wohl sagen, objektiv ein kleiner Fehler, weil er die schwarze Königsstellung noch weiter schwächt. Aber ohnehin, denke ich, ist diese Stellung schon sehr, sehr nah am Verlust und äußerst schwer zu spielen. Klar, Dame G3 muss erstmal sein, den H-Bauern möchte man nicht geben. Der Turm geht zurück nach D7. Weiß bringt die Dame nach E3. Wieder sehr wichtig, er droht immer den Zugang zu H6. Jetzt sogar mit Schlagen, sodass Schwarz wirklich dauerhaft decken muss. Davor, ohne den Bauern auf H6, hätte Schwarz nochmal die Möglichkeit gehabt, auch die Dame zu ziehen. Da hätte es genügt, dass er das Feld G7 überdeckt. Jetzt muss er auch noch H6 dauerhaft überdecken, weil das schon die finale, todbringende Drohung ist, möchte ich mal sagen. Und hier kann man nochmal gucken, also mir hat es sehr gut gefallen, wie die weißen Figuren in Kombination mit dem Bauern auf F6 wirklich alle schwarzen Figuren lähmen und Schwarz wirklich nur hin und her zieht und eigentlich auf den Todesstoß wartet. Es kam Turm B7, König H2, kann man machen, muss man nicht machen, Turm D7, kann jetzt auch wieder König G1 spielen. Also ihr seht es, Weiß hat alle Möglichkeiten dieser Welt irgendwie zu spielen, er muss sich nur langsam verbessern und dann reicht das Ganze. Springer D4 hat er hier gemacht, Läufer nach A8 und jetzt hat Weiß sich dazu durchgerungen, wieder König G1 zu spielen und uns fällt wieder auf, Schwarz hat nur begrenzte Möglichkeiten, kann eigentlich nur abwarten, bis Weiß ihn endgültig fertig macht. Ganz kurz angucken sollten wir uns vielleicht mal König H7, weil ich denke, da fragt ihr euch auch, kann Schwarz sich König H7 machen, damit der Dame wieder ins Spiel kommt? Er kann König H7 machen, aber Weiß wird sich einfach weiter verbessern. Stützt jetzt den Springer auf D4 ab und wenn Schwarz sowas wie Dame D8 macht, hat Weiß mehrere Möglichkeiten. Also zunächst könnte er simpel Dame F4 spielen, den F6 decken und was noch reinspielt und ganz wichtig ist, dass Weiß jederzeit die Möglichkeit hat, wenn Schwarz sich zu weit entfernt, sagen wir mal Dame F4 und jetzt sowas wie Dame B6, weil er selber mal irgendwie eindringen will, dann liegt hier natürlich immer Turm H5 in der Luft und das Ganze recht todbringend für Schwarz. Also ihr seht es, auch wenn König H7 auf den ersten Blick so ein natürlicher Zug wäre, obwohl man natürlich auch immer mit H5 rechnen muss, den ich als Weißer aber nicht überstürzen würde, auch wenn das normal aussieht oder gut aussieht, es bringt Schwarz nicht weiter, weil er trotzdem mit seinen Figuren gebunden ist. Solange die Dame auf F8 steht, kommt der Turm nicht raus. Deswegen schlage ich vor, wir gucken uns einfach an, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Schwarz hat statt König H7 hat er Turm C7 gemacht. Also er wartet im Prinzip nur darauf, dass das Ganze bald vorbei ist. Springer B5, Turm D7. Springer schlägt A7, ja, den kann man auch noch mitnehmen, warum nicht? Dann hat man noch einen Bauern mehr. Das gibt einem insoweit immer mehr Möglichkeiten noch ins Endspiel oder in mögliche Endspiele abzuwickeln, denn solche Bauern laufen dann schnell durch. Also die Abtauschmöglichkeiten für Weiß werden deutlich erhöht, wenn man noch ein paar Bauern mitnimmt. König H7, Springer B5, König H8, also ihr seht, das Schwarz hat wirklich keine vernünftigen Züge, zieht hin und her. Ihr habt ja gerade auch die Drohung gesehen, also man hat immer Turm H5, wenn die Dame sich zu weit entfernt. Auch wenn sie sich normal entfernt, kann man mit Turm H5 die Dame schon wieder zurückzwingen. A4 gekommen, Läufer C6, Springer D4. Kann man nochmal kurz gucken, das ist wirklich nur eine kleine Taktik, Läufer schlägt. A4 funktioniert nicht wegen Turm A5, der Läufer kommt nicht mehr raus. Also kam wieder Läufer nach A8. Der Bauer geht einfach vor nach A5. Läufer B7 und jetzt nach Turm B5, Läufer A6. Übergebe ich ein letztes Mal an euch. Was würdet ihr spielen mit Weiß? Genau, ihr habt es sicherlich raus.
Wir haben hier eine Überlastung in der schwarzen Stellung. Die Dame muss H6 decken und Weiß nutzt das aus, indem er Turm B8 spielt, die gegnerische Dame angreift und hier hat Schwarz dann auch aufgegeben. Ich denke, ganz besonders wichtig an dieser Partie war, dass man mal an einem wirklich schönen praktischen Beispiel gesehen hat, was passieren kann, wenn man mit den Figuren auf Verteidigung geht und wie viele Figuren tatsächlich durch einen Bauern und diese potenzielle Mattdrohung gebunden werden. Also mir hat die Partie sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch. Machen wir weiter mit einem der deutschen Lieblingsspieler, ihr kennt ihn alle, Jan Gustafsson. Hat eine sehr, sehr schöne Partie gespielt, schon 10 Jahre her, aber das macht sie nicht weniger gut. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass er auch damals, ihr wisst es sicherlich, also vor 10, 11 Jahren, da waren die Computer natürlich auch schon gut, aber gerade in der Eröffnung, da sind wir heute viel, viel weiter. Dennoch hat mich das sehr beeindruckt, was Jan damals schon an Eröffnungswissen hatte, was er sich ja auch zu Hause in Analysen alles schon angeschaut hatte. Also nutzt gerne auch mal die Chance und schaut euch seine Eröffnungsvideos an zu E4, E5. Denn das Gleiche, was er euch empfiehlt, das hat er selber alles schon in der Praxis getestet, mit Erfolg gegen Arkadi Neidic. Damals war auch noch ein deutscher Spieler, ihr werdet es wissen, er hat mittlerweile zu Aserbaidschan gewechselt. Springer F3, Springer C6, Läufer B5. Ich glaube, das ist alles relativ normal. Läufer E7, Turm E1. Und hier C3, was natürlich gegen einen Theoretiker wie Jan relativ gefährlich ist. Gut, aber ihr wisst es, Marshall, das wird heute auch noch gespielt, also das kann man machen mit Weiß. Man sollte nur sich dessen bewusst sein, dass das gefährlich werden kann. D5, es wurde genommen, Springer schlägt E5, rausnehmen und C6. Auf die Eröffnung wollen wir jetzt nicht allzu sehr eingehen. Ihr habt sicherlich Marshall schon mal alle gesehen, also die Idee ist es halt, von Schwarz eropferten Bauern, aber kommt dafür sehr, sehr schnell mit seinen Figuren raus, bringt Figuren Richtung weißen König und Weiß hat gewisse Probleme, seinen Entwicklungsnachteil aufzuholen. Also auch beim Kandidatenturnier wurde es, glaube ich, auch schon gespielt. Gerade in Top-Partien habe ich auch häufig gesehen, dass Weiß relativ schnell den Bauern zurückgibt, um seine Entwicklung abzuschließen. Das passiert dann meistens in so einer Konstellation, da steht Läufer auf F5, Weiß spielt trotzdem einfach D3 und entwickelt sich dann, gibt den Bauern, tauscht ab und dann haben wir eine sehr ausgeglichene Stellung. Hier kam Turm E1, kann man auch machen, der Turm wird sowieso zurückgehen müssen. Läufer D6, dann G3 und Läufer F5 von Jan. Was interessantes in der Partie ist, ihr wisst es sicherlich, Arkadi Neidic pendelt regelmäßig um die 2-7, ist einer der besten Spieler der Welt. Und Jan hat in dieser Partie, zumindest laut seiner eigenen Aussage und Analyse, er hat nicht einen einzigen Zug am Brett machen müssen. Das war alles Vorbereitung. Da sieht man halt auch, auf was für einem Niveau da gespielt wird und wie groß der Einfluss auch von so einer Heimvorbereitung sein kann. D4 von Weiß, Dame D7 gespielt von Jan. Und ich glaube, hier kann man schon mal ein gewisses Fazit ziehen und sagen, dass der Bauer wohl zu Recht geopfert wurde. Weiß hat Probleme, sich zu entwickeln. Gerade der Läufer macht mir so gewisse Sorgen. Der verhindert natürlich, dass Weiß die Türme verbindet, aber wo soll er hin? Also wirklich schöne Felder gibt es für den Läufer nicht. Und Schwarz hat eine sehr, sehr harmonische Entwicklung. Der Läufer gefällt mir sehr gut, insbesondere hier mit den schwachen Feldern. Die Türme kommen gleich noch mit ins Spiel. Also ich denke, völlig, völlig zu Recht hat Schwarz hier eine angenehme Stellung. Läufer E3 gespielt von Weiß, also es ist nicht das Idealfeld, wir haben es uns gerade schon angeguckt, das Idealfeld existiert aber schlichtweg nicht für den weißen Läufer. Turm E8, die Entwicklung abschließen,
Springer D2 von Weiß und Läufer G4 von Jan. Es kam Dame B1, also solche Züge wie F3 sollte man verzichten. Klar, da hängt auch was sofort, aber auch rein von der Tendenz her muss man sehr vorsichtig sein, was man sich für weitere Schwächen mit Weiß zuzieht am Königsflügel. Läufer F5 von Jan gespielt, könnte man sicherlich argumentieren, dass es nicht die schlechteste Wahl gewesen wäre, vielleicht für Akkadi sich hier abzuducken und damit D1 zu spielen. Das Ganze hat aber auch, insbesondere diese Variante hat wohl auch eine Vorgeschichte, so wie ich das, ich habe da selber eine Partie gefunden, die von Jan kommentiert wurde, dass im Vorfeld dieser Partie, also nicht auf die Partie bezogen, wohl in gängigen Schachmagazinen so ein bisschen die Meinung entstand, man hätte hier eine Widerlegung gefunden des schwarzen Spiels und die soll mit Läufer C2 funktionieren. Das ist immer die eine Seite, wenn das in einer Zeitschrift steht, Läufer C2, ganz besonders toll, ein paar Varianten angegeben. Das Schöne irgendwo am Schach damals war, dass es objektiv halt vielleicht nicht so korrekt war, wie es heute ist. Heute lassen wir die Engine drüber laufen, etwas längere Zeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was übersehen wird, ist viel geringer als damals. Und Jan hat sich das Ganze auch angeguckt und hat tatsächlich in dem Moment einfach weiter analysiert, als Akkadi das anscheinend getan hat. Und weiter geht es so. F5 von Schwarz. Und ich glaube, so langsam habt ihr ein kleines Gefühl dafür, was könnte der Sargnagelbauer werden. Natürlich der F-Bauer. C4 von Weiß. Wohl kein schlechter Zug. Ich denke auch, es gibt andere Möglichkeiten. Springer F3 wäre zum Beispiel eine Variante gewesen, die Jan damals angegeben hat, als spielbar für Weiß. Tatsächlich ist es aber so, dass C4, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist. Zumindest im objektiven Sinne. BC4 hat Jan gespielt, war wohl damals eine Neuerung, obwohl ja, das gewissermaßen auch sehr natürlich ist. Man gibt zwar die Struktur auf, aber man hat ja sowieso das Ziel, direkt loszuschlagen. Springer C4 gekommen, gucken wir uns gleich an. Kleine Verbesserung für Weiß wäre wohl Dame C4 an dieser Stelle gewesen. Schön ist die Stellung deswegen trotzdem nicht. Schwarz spielt mit mit F4 weiter, Läufer F4 ist erzwungen. Jetzt Läufer schlägt F4. Vielleicht nochmal der Turmabtausch, GF4. Und nach König H8 würde man wohl sagen, dass das eine Stellung ist, die ein Computer mit Weiß zusammenhalten kann und sollte. In der Praxis würde ich es nicht spielen wollen mit Weiß. Mit dem offenen König, denke ich mal, hat Schwarz immer mindestens ein Remis. Und ist sozusagen Ergebnis oder ein Spiel auf zwei Ergebnisse. Ich denke, Weiß hat hier geringste Chancen, da irgendwie rauszukommen. Einzige Hoffnung für Schwarz wäre, in ein ja, praktisch ein Leichtfiguren-Endspiel mit Bauern mehr zu kommen. Denn beide Mehrbauern wird er hier nicht halten können. Genau, aber das ist wohl noch die beste Möglichkeit für Weiß, wie man hier spielen sollte. Nach Springer schlägt C4 geht das Ganze aber schnell bergab für Weiß. Jan spielt F4, der Läufer geht zurück nach D2 und hier kommt dann der Zug, der eigentlich genau der richtige ist und der Zug, den Jan in seiner Heimanalyse auf dem Schirm hatte und sozusagen da mehr Wissen hatte als bisher so in den Zeitschriften stand. F3, ein sehr, sehr starker Zug, aber er bedarf ein bisschen Rechtfertigung. Klar, ihr habt alle, glaube ich, Dame H3 aufgeschirmt, da droht ein schlimmes Matt auf G2, aber auf der Gegenseite muss man argumentieren, na gut, Dame D3, Dame F1 wird kommen, wie soll es dann weitergehen? Deswegen würde ich euch jetzt nochmal bitten, nehmt euch wirklich mal einen Moment Zeit und prüft ganz genau, was für Drohungen Schwarz in dieser Stellung hat und was kann, sollte Weiß dagegen machen.
Ja, machen wir gemeinsam weiter. Wir können ja erstmal die offensichtlichen Züge prüfen und wir fangen natürlich immer mit den Schlagzügen an. Turm schlägt E8 zum Beispiel würde der Schlagzug sein, wo das hochwertigste Material irgendwie rausgenommen wird. Ich glaube, da kann man aber relativ schnell sehen, das Ganze geht nach hinten los. Weiß ist schlicht zu spät mit der Verteidigung dran. Das wird nix. Springer schlägt D6, funktioniert ebenso nicht, weil Weiß matt gesetzt wird. Also die einzige Möglichkeit für Weiß hier zu spielen, ist es, die Dame nach D3 zu spielen. Und wenn ihr hier bisher noch nichts Konkretes habt, solltet ihr unbedingt nochmal in die Stellung reinschauen und gucken, was Schwarz machen kann. Denn, und das muss man auch sagen, wenn Schwarz hier nicht bald irgendwie was ganz besonders Tolles zeigt, tauschen sich die Türme ab. Der Bauer auf F3 ist so gut wie verloren. Und selbst wenn er das nicht wäre, dann hätte Schwarz immer noch das Problem, er hat ja noch seinen typischen Marshallbauern weniger. Und wenn es dann Richtung Endspiel geht, hat Schwarz ein Problem. Also, hier müsst ihr mit Schwarz tief in die Trickkiste greifen und irgendwas aus dem Hut zaubern. Versucht's mal. Ja, und Jan hat was aus dem Hut gezaubert. Wie ich finde, ein ja, wunderschöner Zug, man kann es nicht anders sagen. Es harmoniert alles in der schwarzen Stellung und wir sehen es, Weiß ist schlichtweg darauf angewiesen, das Feld G2 mit der Dame zu kontrollieren. Und Dame F1 muss er spielen können auf Dame H3. Deswegen hier ein sehr, sehr schöner Zug. Turm nach E2. Ich glaube, diese Stellung können wir uns auch einfach mal einen Moment angucken und genießen. Turm E2. Wunderschöner Ablenkung, Hinlenkung. Also dieses Motiv ist einfach sehr, sehr schön. Turm E2 ist eigentlich so gut wie erzwungen. Und der eigene Turm steht jetzt im Weg. Dame H3. Und hier kam in der Partie Springer E3. Den gucken wir uns auch gleich nochmal gemeinsam an. In eurer Vorausberechnung hättet ihr natürlich, wie ich finde, auch der eigentlich so gängigste Zug, Dame schlägt F3, sollte man berechnen. Turm F3, Springer schlägt D6. Vom Materialverhältnis ist das Ganze überhaupt nicht schlecht für Weiß. Problematisch ist halt, dass der Angriff noch nicht vorbei ist. Schwarz spielt Springer F6, kommt zu Springer G4. Irgendwelche Drohungen mit Turm E8 und den nächsten Turm nachziehen, die kann man recht gut mit H6 abfedern. Und hier hat Weiß ein Problem. Eine Beispielvariante. Was wäre eine Beispielvariante? Wäre Turm E3. Da nimmt Schwarz raus und auf, naja, zum Beispiel Läufer E3, kommt Springer G4. Und ich glaube, das möchte keiner von euch gerne mit Weiß spielen. Ich auch nicht. Also vielleicht noch das geringste Übel, was es in der Stellung gegeben hätte. Und Springer E3 stattdessen gekommen. Idee ist es natürlich, wenn genommen wird, dann können wir mit dem Bauern wieder nehmen und haben hier eine weitere Verteidigungsressource. Hier gibt es aber auch eine weitere, wirklich, wie ich finde, auch traumhaft schöne Möglichkeit für Schwarz zu spielen. Versucht es mal, das zu finden, was Jan in dieser Partie gespielt hat. Ja, kommen wir zu Jans Zug. Und der ist ja, einfach auch aus so psychologischen Gesichtspunkten wunderschön. Schwarz bietet den nächsten Turm an. Die Drohung ist nicht einzügig, aber es genügt halt. Die Drohung ist Turm H4. Dann nimmt man raus, man setzt matt. Und Weiß kommt einfach nicht dazu, seine Figuren zu koordinieren, auch wenn er hier einen gewaltigen Haufen an Figuren hat. Es hilft einfach alles nichts. Der Turm ist
Immun kann nicht genommen werden, weil Schwarz jetzt mit den verbleibenden Figuren, die er hat, sagen wir, da kann er auch noch rausnehmen, ist egal, diese drei Figuren um den weißen König. Bei allen Figuren, die Weiß noch auf dem Brett hat, es hilft nichts, das Matt wird kommen. Und ja, viel mehr Möglichkeiten hat Weiß auch nicht zu reagieren. Akkadi hat ja aufgegeben, völlig zu Recht, die Stellung ist total verloren. Kann nichts mehr machen, aber wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Finale. Eine wunderschöne Partie von Jan, wie ich finde, nicht dadurch geschmälert, dass man das halt alles zu Hause analysiert hat. Und ein schönes Beispiel dafür, wie solche Sargnägel wirken können. Und hier nochmal dann auch mit so einer Zusatzmöglichkeit für Schwarz an der Stelle. Na, es ist nicht nur das Feld G2, es ist auch das Feld E2, diese Möglichkeit, den als Vorposten zu nehmen im gegnerischen Lager, da was zwischenzustellen. Mich hat die Partie sehr beeindruckt. Ich fand sie schön, ich hoffe ihr auch. Kommen wir zum Fazit für heute. Ihr merkt, es ist eine etwas kürzere Lernstunde, aber wirklich sehr davon abhängig, wie ihr denn selber die Pausetaste benutzt habt oder auch nicht. Selbst wenn ihr es nicht gemacht habt, ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen, was solche Bauern für den Angriff leisten können. Und das Ganze versuchen wir jetzt nochmal zusammenzufassen. Also, die sogenannten Sargnägelbauern, sagt es mir gerne, wenn ihr eine andere Bezeichnung dafür kennt. Ich kenne es nur so. Was können die? Ja, sie können gegnerische Felder kontrollieren. Und zwar unmittelbar in der Nähe des gegnerischen Königs. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Sie unterstützen damit wunderbar Mattangriffe, insbesondere Figurenangriffe. Also typischerweise ist ja auch das Ziel eines Bauernangriffes, Bauernschwächen zu schaffen. Und wenn sie erstmal vorhanden sind, kommen wir rein. Also die Stellung muss nicht immer durch einen kompletten Bauernsturm geöffnet werden. Es reicht auch schon, wenn solche Schwächen wie in den Partien entstehen und dann natürlich genug Figuren rankommen, um anzugreifen. Sie können als Vorposten dienen, sicherlich nicht in allen Fällen, aber wie ihr bei Jans Partie wunderschön gesehen habt, Turm E2, sehr, sehr schön. Und ganz wichtig, und ich glaube, das war auch prägnantestes Beispiel in der ersten Partie, sie können die gegnerische Stellung einengen. Ja, man kommt nicht dazu, sich ein bisschen Freiraum zu schaffen. In der ersten Partie zum Beispiel, wenn Schwarz mal F5 spielen könnte, ein bisschen Entlastung, sich ein bisschen ausdehnen, das war nicht möglich. Seine ganzen Figuren waren hinter der Struktur gebunden. Das Ganze kann aber auch nach hinten losgehen. Ist euch sicherlich bewusst. Und dafür wollen wir euch in der nächsten Woche noch Beispiele bringen. Denn solche Bauern sind weit vorne. Sie sind recht alleine, zumindest was ihre Bauernkollegen angeht. Und das kann auch gefährlich werden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was mitgenommen, habt was gelernt. Und wir sehen uns dann nächste Woche zur Lektion 96 ist es dann. Ist dann der Abschluss dieser Lektion zu gefährlichen Bauern. Nochmal der Hinweis, schickt uns eure Partien für die 100. Sendung. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dahin.